Wald oder kennen die Wege. Jeden Tag ein bisschen besser. Wir erkunden Höhen. Wie auch Tiefen. Gehen für dich über die Düne. Über die Passstrasse. Durch den Dschungel. Auf Vulkan. Zu verlassenen Höfen. An den schönsten Strand. Sei es mit dem 4x4. Mit dem Sessellift. Mit dem Segelboot. Mit einem Pferd. Mit dem Kajak. Mit der Fähre. Dabei tauschen wir uns mit anderen Kulturen aus. Und lernen uns und die Welt besser kennen. Alles, damit wir dir davon erzählen können. Du nach Europa rauf bist, um selber loszuziehen. Herzlich willkommen zum Reisevortrag über die Azoren. Es freut mich, dass ihr heute alle da zu mir im virtuellen Raum gefunden habt. Ich bin Delia Keller, ich arbeite in Zürich in der Globetrotter-Filiale am Stadelhofen und ich nehme euch jetzt mit auf eine virtuelle Reise in das schöne Inselparadies. Zuerst noch ein paar organisatorische Fragen. Ihr findet auf der rechten Seite auf eurem Bildschirm ein Chatfenster. Wenn ihr Fragen habt zu der Reise oder wenn euch etwas Wunder nimmt, dürft ihr gerne dort reinschreiben. Und am Schluss vom Vortrag komme ich dann auf das zurück. Falls ihr jetzt technische Probleme habt zu Hause und etwas nicht funktioniert, ist das eigentlich nicht schlimm. Wir zeichnen den Vortrag auf und schickt euch das dann im Nachhinein, falls ihr ihn offline möchtet, nachschauen. Genau. Ja, dann fangen wir jetzt gerade mal mit einer Frage an zum Beginn. Ob ihr selber schon mal auf den Azoren gewesen seid und ob ihr das Reiseziel schon kennt. Ihr seht jetzt gerade das Fragefenster, das eingeblendet wird. Und dann könnt ihr anwählen, ob ihr schon mal dort gewesen seid. Das gibt mir auch noch ein gutes Gefühl, weil ich euch nicht sehe, dass ich so ein bisschen weiss, mit wem ich es überhaupt zu tun habe. Genau, dürft ihr gerade anwählen und dann sehen wir nachher dann gerade das Resultat. Genau, wir sind, glaube ich, so weit. Es wird jetzt gerade eingeblendet. Der grösste Teil von euch war noch nicht auf die Azoren gewesen. Dann hoffe ich natürlich, dass, wenn ich mit dem Vortrag fertig bin, euch die Reiselust gepackt hat und das auf eurer To-Do-Liste für die nächste Reise steht. Gut. Ich möchte euch zu Beginn die Azoren kurz vorstellen. Viele kennen vielleicht die Azoren auch vom Namen. Das Azorenhoch ist eigentlich ein meteorologischer Begriff, weil das Wetter auf den Azoren ist oftmals eigentlich ausschlaggebend für das Wetter, das wir in Europa haben. Die Azoren liegen, wie man es auf der Karte sieht, zwischen Amerika und Europa und gehören zu Portugal. Da sieht man jetzt gerade das Bild noch ein bisschen näher von den Inseln. Es sind 9 verschiedene Inseln und San Miguel ist die Hauptinsel, auch mit dem grössten Flughafen, mit Ponta Delgada. Genau, es gehört zu Portugal und die Amtssprache ist Portugiesisch. Währung ist Euro und man kann mit der ID einreisen. Flugtechnisch kann man von der Schweiz her über Lissabon fliegen. Das heisst, man fliegt etwa 3 Stunden auf Lissabon und nachher nochmal 2,5 Stunden auf die Azoren. Ist also sehr kurz erreichbar von da aus. Auf meiner Reise habe ich 3 von diesen 9 Inseln besucht. Und zwar San Miguel, Flores und Faial. Die seht ihr auch gerade nummeriert auf dem Bildschirm. Ich bin im September 2019 unterwegs gewesen, 2,5 Wochen mit einem guten Kollegen von mir. Und das ist eigentlich auch von der Reisezeit eine sehr gute Zeit, weil es zu der Hauptsaison noch gehört und wettertechnisch für die Azoren sehr gutes Wetter eigentlich ist dann. Genau. Ja, dann starten wir mit San Miguel. Das ist die Hauptinsel, wie ich schon erwähnt habe. Der Flughafen ist in Ponta Delgada. Und wir hatten 2 Unterkünfte gehabt, zuerst in Ribeira Grande, das seht ihr im Norden, und nachher noch in Furnas, das ist im Landesinneren, wo es heisse Quellen hat. Wir sind angekommen und das Wetter hat so ausgesehen am ersten Abend. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen. Es hat genieselt, es war grau gewesen und ich habe mir meinen Ferienstart etwas anders vorgestellt. Aber ich musste dann schnell merken, dass man auf den Azoren innerhalb von einem halben Tag 4 verschiedene Jahreszeiten haben kann. Am nächsten Tag hat das Ganze schon wieder etwas schöner ausgesehen. Das ist jetzt von einem Aussichtspunkt, wo man an die Küste runter sieht. Wir haben uns entschieden, eine Wanderung zu machen und sind da zum Ausgangspunkt.
Wie gesagt, an der Küste sieht man, dass es eigentlich schöner Sonnenschein ist. In der Höhe war es ein bisschen neblig, aber wir haben dann gefunden, wir starten jetzt gleich mit der Wanderung. Und das Wetter hat aber dann relativ schnell umgeschlagen. Und ich möchte euch jetzt kurz ein Video zeigen, wie das bei dieser Wanderung zum Lago de Fogo ausgesehen hat. Genau, also ihr habt auf der Aufnahme gesehen, es war so mega mystisch gewesen. Man hat zum Teil fast seine eigenen Füße nicht mehr gesehen, weil es so dicken Nebel hat. Aber vielleicht hat man es auch auf dem Video gesehen, aber ich bin auf jeden Fall auf dieser ersten Wanderung extrem beeindruckt gewesen von dieser grünen Pflanzenwelt, die es hat auf den Azoren. Es ist wirklich wie so ein grünes Paradies und es hat überall Moos und Farn und ganz viele verschiedene Pflanzen, die wachsen. Und das hat auch zu tun damit, dass es eigentlich sehr ein mildes Klima hat das ganze Jahr und dass durch das, dass es jeden Tag eigentlich mal regnet, sehr, sehr feucht ist und ja, dass der Pflanze natürlich gefällt. Und das, finde ich, ist auch einzigartig auf den Azoren, wenn man das Reiseziel vergleicht mit anderen Ländern in Europa. Habe ich das so selber noch nie vorgefunden. Genau. Trotzdem, dass es eigentlich recht schlecht Wetter war, steht an dem Nachmittag auf dieser Wanderung, haben wir nachher am Abend einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen. Das ist am Strand von Santa Barbara, in der Nähe von Ribeira Grande. Das ist auch einer der einzigen Surfstrände auf den Azoren, wo man surfen kann. Es hat auch ein kleines Restaurant und eine kleine Bar dort am Strand und es ist wirklich mega lässige Stimmung am Abend. Und so ein bisschen vom Surfniveau her hat es eigentlich für Anfänger und Fortgeschrittene verschiedene Strandabschnitte mit unterschiedlich schwierigen Wellen, wo so für jeden etwas dabei ist. Am nächsten Tag war nachher die Wetterprognose extrem gut gewesen. Und wir haben uns entschieden, auf Sete Cidades zu fahren. Das ist eines der Highlights auf San Miguel. Genau, das ist Sete Cidades, der Ausgangspunkt. Man sieht jetzt eigentlich auch da mal, wie klein das doch auch die grösste Insel der Azoren ist. In der Mitte sieht man, wie links und rechts eigentlich ja, das Meer zu sehen ist. Und das ist eigentlich der schmalste Abschnitt der Insel. Wir sind dann losgewandert zum grünen und zum blauen See. Das sind Kraterseen von einem alten Vulkan. Es ist so, dass eigentlich auf allen Inseln auf der Azoren überall Vulkan hat, bis wo noch relativ lang aktiv gewesen sind, aber jetzt inaktiv sind. Und da sieht man dann den Ausgangspunkt von unserer Wanderung. Also auf der rechten Seite ist der grüne See und auf der linken Seite ist der blaue See. Und wir sind dann dort so im Krater runtergelaufen. Wir haben eigentlich das Gefühl gehabt, dass wir, ja, weil es eigentlich so ein Highlight ist, auf der Insel viele Leute werden antreffen. Aber erstaunlicherweise sind wir wirklich oft auch allein unterwegs gewesen. Und es ist extrem schön gewesen, dort die Natur zu entdecken. Da ist jetzt noch ein Bild von oben, wo wir mit der Drohne aufgenommen haben. Und jetzt zeige ich euch noch ein Video, wie das auf dieser Wanderung gewesen ist. Genau, also ihr habt gesehen, es ist mega ein schöner Ausblick. Wir sind so ein bisschen auf dem Krater oben gelaufen. Und auf der einen Seite hat man dann Sete Cidades gesehen, mit dem grünen und dem blauen See. Und auf der anderen Seite hat man das Meer gesehen. Und wir sind eben dort recht lange eigentlich auch allein unterwegs gewesen. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade noch eine kleine technische Schwierigkeit, wie wir hier im Chat sehen. Wir probieren es gerade zu lösen.
Genau, dann fahren wir weiter. Was wir noch besucht haben auf den Azoren, neben Wandern, ist eine Ananasplantage. Ich war mega erstaunt, dass in Europa Ananas wachsen. Ich habe das vorher nicht gewusst. Wir sind dann die Plantage besuchen, die ganz in der Nähe von San Miguel, also von Ponta Delgada, vom Hauptort, liegt. Man konnte dort die Gebäude auch anschauen. Und zwar werden die Ananas gezüchtet in so einem Gewächshaus, das oben weiss angemalt ist. Und das hat damit zu tun, dass dann eigentlich die Hitze reguliert wird. Und die Ananas brauchen von der Pflanzung eigentlich bis gepflückt werden 24 Monate. Und sie werden so durch einen speziellen Ausräucherungsprozess wird eigentlich der Wachstum verlangsamt und durch das sind sie am Schluss extrem süß. Es hat dort auch so ein kleines Kaffee gehabt. Wir haben dann noch Ananas-Likör gekauft und natürlich auch einen Ananas gekauft. Und über was ich auch recht erstaunt war, ist dann der Preis. Also wir haben, glaube ich, etwa 9 Euro gezahlt, was sehr hoch ist für portugiesische Verhältnisse. Und im Supermarkt hat man können brasilianische Ananas für irgendwie 2 Euro kaufen. Aber es hat halt damit zu tun, dass es wirklich sehr ein aufwendiger Prozess ist und sie sind wirklich extrem fein und süß. Also es war definitiv das Geld wert gewesen. Was für mich auch auf jede Reise dazugehört, ist ein Ausflug auf dem Ross, weil ich leidenschaftliche Reiterin bin. Ich bin dann auf so einem kleinen Pferdehof, habe ich einen Ausflug gebucht. Der Pferdehof ist gleichzeitig auch ein Gästehaus, wo man übernachten könnte. Und wir sind dann losgezogen. Das Wetter hat da schon ein bisschen dunkel ausgesehen, aber ich habe dann so den Guide angeschaut und er war kurzärmlich und ich habe gefunden, ja gut, ich brauche jetzt auch keine Regenjacke und keinen Pulli. Wir sind dann losgeritten für etwa 3 Stunden und nach etwa einer halben Stunde hat es extrem angefangen zu regnen, also wie aus Kübeln. Und der Guide hat dann aus seiner Satteltasche die Regenjacke ausgepackt und ich habe dann gedacht, ah, dort war sie gewesen. Und ich habe natürlich keine dabei gehabt. Aber es war eigentlich nicht weiter schlimm gewesen, weil auch wenn es auf den Azoren regnet, es wird eigentlich nicht wirklich kalt. Also die Temperatur ist eigentlich jeden Tag so zwischen 20 und 25 Grad gewesen. Egal, ob die Sonne geschonen hat, egal, ob es geregnet hat. Und durch das hat man auch beim Wandern und so recht oft auch einfach kurzärmig sein mit der Regenjacke drüber. Und man hat doch noch genug warm gehabt in kurzen Hosen oder wenn man mal nass wurde ist. Ja, und wie gesagt, haben wir auf 2 Orten übernachtet. Der zweite Ort war in Furnas gewesen. Von dieser Unterkunft möchte ich euch jetzt 2 Bilder zeigen. Und zwar ist das Ganze in der Nähe vom See gewesen, wo es in Furnas hat. Das ist so, sind neu umgebaute Apartments, die auch eine kleine Küche haben und wie man rechts auf dem Bild sieht, so einen kleinen Garten, eine kleine Terrasse. Und es war wirklich eine extrem coole Anlage gewesen. Dann noch ein Bild von oben. Wir sind in einem von diesen Bungalows, wo man in der Mitte sieht, also unten in der Mitte gewesen. Es hat auch ganz einen neu umgebauten Pool. Und ein wahnsinnig gutes Restaurant. Und zwar arbeiten die mit einem portugiesischen Starkoch zusammen. Darum haben sie dort so ein spezielles Restaurant, wo es wirklich sehr gutes Essen gibt. Und es war dann noch lustig, sie fragen euch vielleicht allgemein auch ein bisschen, ja, wie teuer ist es denn auf den Azoren? Und wir hatten so ein bisschen darüber diskutiert, ich und mein Kollege, ob wir uns also gönnen in diesem Restaurant. Und ich habe dann gedacht, ja komm, ich gehe jetzt einfach an der Rezeption fragen, wie viel ja, dass das etwa kostet. Weil wenn man in der Schweiz ja in ein sehr gutes Restaurant geht, wird es schnell teuer. Er hat aber dann gemeint, mit Wein, ja, vielleicht 50 Euro pro Person. Und wir haben dann natürlich entschieden, dass wir es machen. Und es hat sich extrem gelohnt, weil es wirklich sehr fein war. Und sie haben alles lokale Produkte aus ihrem eigenen Garten gehabt, wo man da auf der rechten Seite auf dem Bild auch sieht. Und das ist wirklich ja, so ein verstecktes Bischof. Und die Unterkunft hat mir extrem gut gefallen. Von dort aus sind wir dann auch zu den Thermalquellen, die es in Furnas hat. Und zwar ist das im Terra Nostra Nationalpark. Wir sind dann hier baden in diesem Tümpel. Wir sehen jetzt gerade noch mal ein Foto, wo ich ein bisschen von näher drauf bin. Was sicher empfehlenswert ist, dass man kein weisses Bikini, Backpackkleid oder Badhosen anzieht, weil dann ist es nachher sicher nicht mehr weiss. Aber es ist extrem lässig, um dort zu baden. Es ist wirklich auch natürlich aufgeheizt und es hat so braune Pigmente, die man nachher duschen muss, weil am ganzen Körper ist es immer so ein braun eingegölt. Was in dem Park auch sehr speziell ist, ist die Pflanzen, die sie haben. Das ist ein riesiger Park und ein Teil davon ist das Thermalbecken und der andere Teil ist eigentlich ein grosser Park mit ganz vielen verschiedenen Pflanzenarten, wo man sehr gut einen halben Tag verweilen kann. Wir sind dann dort wirklich rumgelaufen, haben lässige Bilder gemacht. Und außen am Park und zum Teil auch im Park brodelt es überall aus dem Boden raus. Also wie schon erwähnt,
Furnas ist sehr bekannt für die heißen Quellen und für die vulkanische, also für das Brodel im Boden. Man sieht da auch, wie der Schwefel aus dem Boden rauskommt. Wenn man näher geht, schmeckt es auch immer wieder so ein bisschen nach faulen Eier. Das gehört halt ein bisschen dazu. Aber ich habe es doch noch spannend gefunden, dass in so einem warmen Land eigentlich der Boden, ja, dass man das so live sieht, wie es dort aus dem Boden rauskocht. Vorne auf dem Bild sieht man so wie Löcher und dort innen wird gekocht. Also eins von den bekannten Gerichten auf den Azoren ist so ein Fleischgericht, wo man dort, wo sie dort garen lassen eigentlich. Das kann man in den Restaurant in Furnas bestellen. Das ist gut, wenn man es im Voraus bestellt, weil sie es natürlich mit vorbereiten und dann kann man das dort geniessen. Genau. Ja, und dann ist es schon weitergegangen auf die nächste Insel. Flores war dann das nächste Reiseziel gewesen. Bevor wir aber jetzt zu Flores gehen, möchte ich euch ein Video zeigen, wie das aussieht, wenn man auf den Azoren mit dem Flugzeug von Insel zu Insel hüpft. Und dort ist deine Tasche. Dort ist deine Tasche. Man sieht, es sind sehr kleine Flugzeuge. Der Flughafen ist auch extrem klein auf allen Inseln, vor allem auf Flores, weil es eine sehr kleine Insel ist. Es ist auch noch spannend, weil man eigentlich vom Check-in in den Security-Check geht und dann direkt aufs Rollfeld laufen und nachher ins Flugzeug rein. Und im Flugzeug ist so wie First Come, First Serve, dass wir einfach hinsitzen dürfen. Es gibt keine zugeteilten Sitzplätze. Und es ist durch das, dass es vorne auch noch Propeller hat im Flugzeug, ist es auch relativ laut im Flugzeug innen. Wir sehen jetzt gerade noch ein Bild, wo ich unterwegs bin. Zuerst noch kurz zu Flores, zu den Inseln. Ist einiges kleiner als San Miguel. Da muss man eigentlich nicht an verschiedenen Orten übernachten, weil man mit einem Mietauto sehr gut an alle Orte kommt. Wir waren fast an Grande, das sieht man auf der Karte links. Und als nächstes Bild zeige ich euch jetzt noch kurz, wie das aussieht, wenn man so in der Landebahn, eigentlich im Landeanflug ist. Also eben, die Flugzeuge sind sehr klein. Die Landebahn ist sehr schmal, das heisst, man kommt eigentlich dann relativ schnell, relativ tief runter und sieht auch recht impulsant auf der Seite so ein bisschen Klippen. Also das habe ich wirklich auch recht ein grosses Erlebnis für mich gefunden, das Fliegen auf die Azoren. Das habe ich sonst noch nie so gekannt. Und auf der kleinen Insel wie Flores habe ich auch das Gefühl gehabt, der Flughafen hat nur offen, wenn ein Flugzeug ankommt und nachher gehen die Mitarbeiter wieder heim, weil es ist sonst einfach tot gewesen dort am Flughafen. Genau. Auf Flores haben wir ein kleines Gästehaus mit einem riesigen Garten. Wie man sieht, eben so kleine Terrassen, hat auch Küche gehabt, Wohnzimmer und einen Schlafbereich. Und der Besitzer war extrem herzlich gewesen. Er hat auf uns gewartet, wo wir angekommen sind und hat uns dann zuerst mal eine halbe Stunde die ganze Insel erklärt und gesagt, wo wir wandern sollen, wo wir sollen zu Nacht essen und was man so kann sehen und machen kann. Für mich war eigentlich persönlich Flores die schönste Insel gewesen, weil einfach die Natur fantastisch ist. Man hat so viel Abwechslung, man kann so tolle Wanderungen machen und das möchte ich jetzt euch mit ein paar Bildern gerne zeigen, was ich dort so erlebt habe und was ich alles gesehen habe. Genau, also wir haben auch hier gesehen, dass das Wetter wirklich sehr wechselhaft ist. Wir haben Tage gehabt, wo es extrem schön war. Wir haben Tage gehabt, wo es eigentlich sehr viel geregnet hat. Aber das Gute ist eigentlich, obwohl die Inseln so klein sind, dass man immer irgendeinen Punkt hat, wo es Sonne hat. Und wenn man dann ein Mietauto hat, kann man seine Reise auch recht gut dem anpassen und halt spontan dann an die andere Küste fahren. Und es hat es eigentlich nie gegeben, dass es von morgen bis am Abend wirklich durchgeregnet hat. Es ist wirklich sehr wechselhaft. Plötzlich ist die Sonne wieder gekommen, plötzlich hat es wieder geregnet. Das war auch das Spannende an den Azoren. Auf dem Bild jetzt, und auch das war das letzte Foto auf dem Video, sieht man einen Natural Pool. Auf Flores hat es eigentlich fast keinen Sandstrand, so wie zum Beispiel auf San Miguel, sondern es ist vieles so Stein- und Felsküste.
Darum hat man eigentlich so Pools gebaut, wo man eigentlich so, die haben das wahrscheinlich mit einem Bagger so ausgehoben. Und dort kann man baden. Und man sieht auch am Horizont, wie die Wellen einbrechen. Also das Meer ist recht unruhig, weil wir uns jetzt hier recht exponiert im Atlantik befinden. Und durch die Steine hat es einen sehr guten Schutz. Und man kann hier sehr gut baden und kann hier einen Schwung nehmen, wenn es mal ein bisschen heiß ist. Genau. Dann haben wir einen Tagesausflug gemacht auf Corvo. Das ist die Insel neben San Miguel. Und zwar sind wir mit einem kleinen Bötli, mit so einem Schlauchboot, übergefahren. Und da sieht man jetzt das Städtchen von Corvo. Corvo hat lediglich 4'000 Einwohner, ist also wirklich sehr, sehr klein. Und ich zoome jetzt noch ein bisschen an auf mein nächstes Bild. Weil da sieht man den Flugplatz. Da sieht man mal, wie lang eigentlich die Landepiste oder eben auch kurz ist. Und man hat die Möglichkeit, auf Corvo zu fliegen oder man kann das Boot nehmen, wie wir es gemacht haben von Flores. Und man sieht da auch, also das Flughafengebäude hinten an dem Flugzeug, das dort steht, ist wirklich so ein wie ein Wohnhaus. Es ist wirklich extrem herzig. Die Insel ist halt wirklich sehr, sehr klein. Wir sind dann in Corvo, wo wir angekommen sind, abgeholt worden von so einem kleinen Taxi, so von einem Insel-Shuttle, wo aufgefahren ist auf den Vulkan. Also auf dem Vulkankrater, ist kein aktiver Vulkan mehr. Der hat uns dort hochgefahren und wir haben dann dort eine Wanderung gemacht. Es war so eine Rundwanderung und sind dann runtergelaufen. Da sieht man jetzt ein Foto von dem alten Vulkankrater, wo es auch noch so ein Sumpfgebiet und einen kleinen See hat. Wir sind dort wirklich fast allein unterwegs gewesen. 4-5 andere Leute, die es auch gemacht haben, die mit uns mit dem Boot übergekommen sind. Aber sonst ist man auf Corvo eigentlich meistens allein unterwegs. Ausser die Kühe. Kühe hat es auf allen Inseln sehr viel gehabt. Ich hatte das Gefühl, es hat fast mehr Kühe als Einwohner. Ich habe mich da aber nicht zu nahe angetraut, weil man ja nie weiss, wie die reagieren. Genau. Und dann sind wir gegen den Abend sind wir dann auch wieder zurückgefahren. Also wir haben nicht über Nacht auf Corvo, sondern einfach einen Tagesausflug. Wir sind mit dem Schlauchboot dann zurückgefahren und von dem Erlebnis, von dieser Rückfahrt, möchte ich euch jetzt noch mal einen kurzen Ausschnitt in einem Video gerne zeigen. What the fuck? Man hat gesehen, dass wir eigentlich von so einer grossen Welle überrascht worden sind. Wir sind dann am Schluss auch flutschnass gewesen. Also mein Wanderschuh hat man so ausleeren können. Es hat wirklich so 2-3 Meter hohe Wellen gehabt, wo dann das Meer sehr, sehr unruhig gemacht haben. Und wir sind wirklich auf so einem kleinen Schlauchboot gewesen. Und das ist wirklich ein recht eindrückliches Erlebnis gewesen. Ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Angst um mein Leben gehabt. Aber die Guides haben es recht gut im Griff gehabt, wo das Boot gelenkt haben und haben uns dann heil ans Ziel gebracht. Genau. Nach Flores sind wir dann weiter auf Faial. Faial gehört zu der Zentralgruppe und das haben wir auch wieder mit dem Flugzeug gemacht. Das war etwa 45 Minuten gewesen, der Flug, also nicht so weit. Ist auch recht eine kleine Insel. Der Hauptort ist Orta. Und der Flughafen ist ganz in der Nähe von Castelo Branco, wo man unten sieht. Wir haben dort ein kleines Gästehaus, auch wieder mit einer kleinen Küche, mit nur ein paar Zimmern. Auch dort, die Einwohner und Besitzer waren wieder extrem freundlich gewesen und wir haben uns mega willkommen gefühlt. Ja, Faial ist, wie gesagt, gehört zu der Zentralgruppe. Das heisst, dort sind ein bisschen mehrere Inseln näher zusammen und es ist nicht so exponiert wie Flores. Und Faial ist eigentlich vor allem bekannt für den Hafen, weil Faial ist so der letzte Stopp, den die Seefahrer schon früher gemacht haben oder die Segler heute machen, wenn sie von Europa auf Amerika übersegeln. Darum sieht man auch, am Hafen hat es überall ganz viele so Zeichnungen von Leuten, die sich dort verewigt haben. Gewisse wirklich 50 Jahre alt oder noch älter. Es ist mega lässig, um dort durchzulaufen. Und auch da sieht man jetzt im Hintergrund schon die Nachbarsinsel Pico. Was in Faial auch ein Must-See ist, ist Peter Sports Café. Weil das ist so ein Café, das vor allem bekannt ist für den Gin Tonic und für den Schokokuchen. Und schon vor ganz vielen Jahren, also 1918, ist das gegründet worden, haben die Seefahrer noch mal so die letzte richtig deftige Mahlzeit gegessen.
Und darum ist das so über die Jahre eigentlich mega bekannt worden bei allen Seglern. Und heutzutage ist es so der Place to be im Hafen von Fayal, wo man wirklich mal etwas hat müssen trinken oder etwas hat müssen essen. Es hat auch noch ein kleines Museum und es ist wirklich so ein bisschen ein urchiges kleines Restaurant, wo mega lässig ist für einen Besuch. Da sieht man jetzt nochmal ein cooles Bild vom Hafen und im Hintergrund sieht man den Pico. Das ist die Nachbarsinsel, die sehr nahe liegt. Der Pico ist der grösste Berg von ganz Portugal mit 2350 Meter über Meer. Man kann den Pico auch besteigen, wenn man das möchte. Man muss auch dort wieder ein bisschen Glück haben mit dem Wetter, weil es oftmals auf dem oberen Bereich so ein bisschen einen Nebelwolkendeckel hat. Und man könnte den Pico, wenn man viel Zeit hat, auch per Fähre erreichen von Fayal. Das kann man auch spontan buchen, weil das sind nur etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten, glaube ich, wo man überfahren kann. Wir haben es aber nicht gemacht, weil wir sonst viel auf dem Programm hatten. Da sieht man jetzt, wie wir eigentlich unterwegs gewesen sind. Von dem habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesagt. Also das war auch eines unserer Mietfahrzeuge. Wir hatten auf jeder Insel ein Fahrzeug gehabt, was ich auch wirklich sehr, sehr empfehle. Weil es hat eigentlich praktisch keine öffentlichen Bus und es gibt zwar auf den grösseren Inseln wie San Miguel auch Taxis, aber die muss man dann im Vorhinein buchen. Und mit dem Mietauto ist man halt extrem flexibel, gerade auch wenn das Wetter wechselhaft ist, dass man kann schnell zwischen den Orten hin und her fahren kann. Und es ist auch preislich eigentlich sehr gute Preisleistung von diesen Fahrzeugen. Wir haben es immer am Flughafen angenommen und haben es auch am Flughafen dann am letzten Tag, wenn wir abgereist sind, wieder abgegeben. Und das hat wirklich immer super funktioniert. Und haben eigentlich immer kleine Fahrzeuge gehabt, weil man braucht nicht einen grossen SUV oder so. Das ist nicht notwendig. Da sieht man noch das Bild von der Küste von Fayal. Man sieht jetzt hier auch, dass das Meer viel, viel ruhiger ist wie auf Flores. Weil Fayal gehört zu der Zentralgruppe, ist geschützt von den nebenliegenden Inseln. Und genau, von den Wellen her und vom Meer war es ruhiger gewesen und auch besser zum Baden. Es hat auch verschiedene Strände gehabt, wo man hat baden können. Das ist nochmal ein lässiges Bild. Das ist ein alter Vulkankrater, den man da sieht. Und zwar sehen wir unterirdisch immer noch so die Form vom, so wie von einem Kratersee sozusagen. Und ich bin da an dem Ort unter anderem auch tauchen. Also Fayal ist auch sehr geeignet zum Tauchen. Zwar hat's am Hafen, bin ich mit einer kleinen Tauchschule unterwegs gewesen. Wir haben dann zuerst ein paar Tauchgänge vom Land aus gemacht mit einem kleinen Bötli. Und ich bin erstaunt gewesen, wie viele verschiedene Fische das wir gesehen haben. Ich bin sonst noch nie im Atlantik tauchen. Und es ist natürlich etwas anderes, als wenn man irgendwie in Asien oder so am Tauchen ist. Es hat auch keine Korallen. Aber dafür hat man wirklich sehr viele verschiedene Fische gesehen. Und ich habe es mega lässig gefunden, um das zu machen. Und eines meiner Highlights war dann das Tauchen mit Haien, mit Blauhaien. Ich habe mich dort angemeldet und wir sind dann mit dem Bötli, ich glaube etwa 2 Stunden, aufs offene Meer rausgefahren. Ich und noch 3 andere Touristen. Und sie haben uns dann noch so instruiert, wo wir losgefahren sind, auf was wir achten müssen. Ich musste dann noch ein Formular ausfüllen, dass ich selber verantwortlich werde, wenn mich der Hai auffrisst. Ich war dann ein bisschen beängstigt gewesen, ehrlich gesagt. Aber es war dann alles halb so wild gewesen und es war mega ein lässiges Erlebnis gewesen. Wir haben dann angehalten und gewartet, bis Haie kommen und sind etwa 10 Meter von der Oberfläche runtergegangen. Und sie sind dann wie so Büsse um uns herumgestrielt und sind sehr interessiert gewesen. Und schlussendlich bin ich die am längsten drinnen war. Und der Guide hat dann mal gefunden, so, wir könnten jetzt langsam losgehen. Genau. Was auf Fayal oder allgemein von der Zentralgruppe sehr gut machbar ist, ist Whale- und Dolphin-Watching. Das zeige ich euch jetzt noch auf dem nächsten Bild. Das ist so ein gutes Bild, das ich gemacht habe von den Delfinen, die wir gesehen haben. Zwar sind das meistens so Halbtagesausflüge, die man entweder auf einem grossen Boot oder so auf einem Schlauchboot kann machen. Und da sehen wir jetzt eben die Delfin. Wir haben mit den Haien ehrlich gesagt ein bisschen Pech gehabt, aber man muss vielleicht auch sagen, dass ich nicht so, so gut gesehen habe. Also andere Touristen auf dem Boot haben gewisse Walfische in der Ferne gesehen, aber ich nicht. Aber dafür hat es ganz viele Delfine gehabt und das war auch mega schön gewesen. Ja, und dann am letzten Tag auf Fayal sind wir noch zum Vulkan Capellinhos, wo ich euch anschliessend gerade noch mal kurz ein Video zeige dazu. Thank you.
Genau, also das war der Vulkan Capellinius auf Faial. Und zwar war der letzte Ausbruch 1957 bis 1958 gewesen. Und dort hat sich eigentlich auch das kleine Insel, das jetzt verbunden ist mit Faial, gebildet. Und eben die Lavaströme sind eigentlich aus dem Meer rausgekommen und haben die Insel geformt. Man hat dort auch noch ein spannendes Museum, das man kann anschauen kann. Ist das also wirklich auch sehr lohnenswert, weil es von der Landschaft nochmal sehr anders ist, wie zum Beispiel auf Flores, wo es sehr, sehr viel Grünes hat. Also die Landschaft dort beim Vulkan war sehr karg gewesen. Ja, wir neigen uns schon zum Ende von meiner Reise. Nachher ist es wieder zurück in die Schweiz gegangen. Ich möchte euch jetzt aber noch ein paar persönliche Tipps auf den Weg geben. Zwar, ich habe es ein paar Mal schon angesprochen, das Wetter ist extrem wechselhaft. Ich finde, es ist überhaupt kein Kriterium, um nicht auf die Azoren zu gehen, weil gerade das Wetter und die Vegetation macht es extrem, extrem spannend. Aber mein persönlicher Tipp ist, dass man einfach immer eine Regenjacke dabei hat. Auch wenn es jetzt wie auf dem Bild wunderschöner blauer Himmel ist, man weiß nie, wie schnell das wechselt, und es wechselt schnell. Und meistens hat man ja dann die Regenjacke genau an dem schönen Tag nicht dabei. Genau. Was ich auch empfehle aufgrund vom Wetter, ist, dass man genug Zeit plant auf jeder Insel. Das heisst, wenn man mal eine Wanderung nicht machen kann, weil irgendwie das Wetter einem einen Strich durch die Rechnung macht, dass man es dann nachholen kann an einem anderen Tag. Und es gibt auch sonst eben viel zum Entdecken. Und wie schon angesprochen, Mietautos und Unterkünfte würde ich empfehlen, im Vorhinein zu buchen. Einerseits hat es natürlich auch einfach gar nicht so ein grosses Angebot. Also gerade zum Beispiel auf Flores hat es sehr wenig Unterkünfte. Auf San Miguel ist es ein bisschen einfacher, dort hat man mehr Auswahl. Aber auf einer kleinen Insel wie Flores würde ich es unbedingt empfehlen. Und ja, auch durch das, dass man meistens die Flüge ja schon im Vorhinein festlegt, weiss man eh von den Daten, wenn man dort ist. Und dann würde ich es empfehlen, gerade im Vorhinein zu buchen. Das gleiche auch mit den Mietautos, weil eben die Möglichkeiten, zum unterwegs zu sein, sind sonst recht eingeschränkt ohne Auto. Wir haben auch ein paar Leute gesehen, die zu Fuß unterwegs waren, mit dem Zelt. Es hat auch verschiedene Campingplätze. Das kann man natürlich auch machen. Aber wenn man möchte, flexibel sein, nicht nur zu Fuß, dann lohnt sich sicher ein Mietwagen. Genau. Ja, was euch wahrscheinlich in der aktuellen Situation auch Wunder nimmt, ja, was ist denn mit Corona und was ist mit der aktuellen Einreise? Also ich habe, ja, es sind echt gute Neuigkeiten. Man kann auf die Azoren reisen. Ich habe auch mehrere Kunden, die jetzt den Sommer und den Herbst auf die Azoren gehen. Man muss bei der Einreise ein negatives Testergebnis vorzeigen von einem Corona-Test, den man in der Schweiz gemacht hat. Und nachdem, dass man eine Woche auf der Insel ist, muss man dann vor Ort noch einen Test machen, der aber bezahlt ist. Und das ist so ein Drive-In-Test. Das heisst, man kann mit dem Auto anfahren. Man wird, glaube ich, sogar aus dem Auto raus getestet und kann nachher weiterfahren und kommt dann das Testresultat etwa am nächsten Tag über. Und für das muss man etwa, ja, 20, 30 Minuten vielleicht einrechnen. Also die Reise Möglichkeiten sind eigentlich wirklich sehr gut. Es gibt Verbindungen auf der Azoren, Flugverbindungen, und es wird dieses Jahr wahrscheinlich sogar auch noch weniger Leute haben wie sonst, was sicher auch nochmal ein Argument ist für eine Reise dieses Jahr. Aber wie man vielleicht auch in den Bildern gesehen hat und hoffentlich gemerkt hat, die Azoren sind überhaupt kein Ort, wo es Massentourismus hat. Wir sind, obwohl wir in einer sehr guten Reisezeit unterwegs waren, sind recht oft allein unterwegs gewesen, auf diesen Wanderungen und an diesen Stränden. Darum, man trifft eigentlich nie auf grosse Menschengruppen, und Social Distancing kann man somit auch sehr, sehr gut umsetzen. Das ist also überhaupt kein Problem. Ja, wie ich so gesehen auf der Seite vom Chatfenster, es kommen verschiedene Fragen immer wieder rein, die wir jetzt auch gerne würden beantworten. Die werden jetzt gerade eingeblendet, und ich hoffe natürlich, dass ich euch auf alle Fragen eine Antwort geben kann. Eine Frage aus Facebook, ob man auf den Azoren mit Englisch weit kommt. Ja, also vielleicht vorab, ich rede kein Portugiesisch. Ich finde Portugiesisch sehr eine anspruchsvolle Sprache. Ich habe nämlich schon ein bisschen Mühe mit der Aussprache von gewissen Wörtern. Also es ist überhaupt kein Problem mit Englisch. Gerade so bei den Unterkünften und so sind sich gewöhnt, dass es viele Touristen hat. In den kleinen Läden und Bäckereien muss man vielleicht mit Händen und Füßen, aber sonst ist es überhaupt kein Problem, und man kommt mit Englisch sehr gut durch. Ob man die Flüge zwischen den Inseln kann spontan vor Ort buchen oder ob man es besser im Voraus macht. Die Frage habe ich vielleicht so halb schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich würde empfehlen, dass man es im Vorhinein bucht. Gerade weil es bei gewissen Inseln gibt es auch nicht tägliche Flüge.
Das heisst, man muss wirklich gut dann zielen. Ich meine, wenn man jetzt extrem viel Zeit hat und ich sage mal einen Monat auf den Azoren ist, kann man es natürlich auch vorab buchen. Aber wenn man jetzt so ein bisschen absehbare Zeit hat und so ein bisschen begrenzt ist von den Möglichkeiten her, wie lange das man bleiben kann, empfehle ich es schon im Vorhinein zu buchen. Und das ist eigentlich auch recht gut möglich. Der Azores fliegt zwischen den Flügen und die sind auch von der Preisleistung sehr gut. Also empfehle ich es, ja, vorab zu buchen. Gibt es auch Hotels oder sind die Gästehäuser Apartments zu bevorzugen? Die Frage, also es gibt eigentlich beides. Ich bin jetzt oft in Gästehäuser Apartments gewesen, weil ich es lässig finde, wenn es auch eine Küche hat. Wir haben manchmal auch selber zu Nacht gekocht, gerade weil es hat auch nicht immer in Gehdistanz ein Restaurant gehabt. Und dann haben wir manchmal selber gekocht, weil wir nicht noch ins Auto steigen wollten. Aber es hat grundsätzlich Hotels und Gästehäuser. Gästehäuser sind meistens relativ klein, nur mit ein paar Zimmern. Die Hotels ein bisschen grösser. Aber wir finden allgemein auf den Azoren keine Hotelblöcke oder grosse Überbauungen oder so. Also auch die Hotels sind vielleicht mit 50 Zimmern, aber wir finden gar keine Unterkünfte, die eigentlich sehr, sehr viele Zimmer anbieten und sehr gross sind. Wie viele Tage sollte man mindestens einplanen? Ja, kommt ein bisschen darauf an, was man alles möchte sehen und auf wie viele Inseln das man möchte gehen. Also ich würde jetzt, wenn man nicht so viel Zeit hat, kann man wirklich auch sehr gut nur auf San Miguel, auf die Hauptinsel. Es hat sehr gute Flugverbindungen auch von der Schweiz über Lissabon, also eigentlich täglich. Und darum finde ich, kann man dort wirklich gute Woche, 10 Tage sogar einplanen. Wenn man aber möchte verschiedene Inseln sehen, würde ich schon mindestens 2-3 Nächte am auf der Insel einplanen. Aber das ist auch so ein bisschen, kommt wirklich so ein bisschen darauf an, was man auch machen möchte. Eben gerade vom Wetter her empfehle ich, dass man genug Zeit einplant. Wir sind jetzt 2,5 Wochen unterwegs gewesen und ich habe eigentlich sehr gute Zeit gefunden. Hätte aber auch noch ein bisschen länger können dort bleiben, weil es gibt so viele Wanderungen und gerade wenn man gerne in der Natur ist, bietet es extrem viel. Ja, ich hoffe, können auf die Frage geantwortet haben. Und sonst darf die Person mir gerne auch noch mich persönlich kontaktieren im Büro. Dann haben wir noch eine Frage, ob es einen Guide braucht auf den Wanderungen. Nein, beziehungsweise auf denen, die wir gemacht haben, nicht. Also man könnte sie auch geführt machen, aber finde ich eigentlich, wenn man sich sicher fühlt, wenn man auch in der Schweiz geht alleine wandern, ist es sehr gut möglich ohne Guide. Wir haben so einen kleinen Wanderführer dabei gehabt, wo die Wanderungen beschrieben gewesen sind. Und es hat dann auch immer so farbige Zeichen gehabt, ich weiss gar nicht, welche Farben, die angezeichnet gewesen sind. Also es braucht keinen Guide. Außer wenn man zum Beispiel auf den Pico möchte steigen, dann braucht man auch spezielle Ausrüstung und man muss sich neu mit so eintragen auf einer Liste, weil der halt ein bisschen anspruchsvoller ist. Aber das ist die einzige Ausnahme, die ich so weit kenne. Wie ist das Wetter, Temperaturen Ende Oktober? Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich etwa ähnlich wie im September, wo wir gewesen sind, vielleicht ein bisschen kühler. Also grundsätzlich vielleicht nochmal, um auf die besten Jahreszeiten zu sprechen kommen, die Azoren kann man grundsätzlich das ganze Jahr bereisen. Im Winter, das heisst in unserem Winter, so Januar, Februar, ist es so um die 10, 15 Grad. Und ab dem Frühling wird es dann wärmer und so zwischen Mai und Oktober hat man eigentlich immer so zwischen 20 und 30 Grad. Also ich sage mal, die Maximaltemperatur ist etwa so um die 30 Grad. Wärmer wird es eigentlich nicht. Und darum denke ich, dass es Ende Oktober wahrscheinlich mehr wird regnen, vielleicht wie im September. Aber es wird sicher auch noch viel Sonnenschein geben. Und von den Temperaturen hätte ich es jetzt so ein bisschen auf 20 Grad eingeschätzt. Plus, minus, mal mehr, mal weniger. Sind wegen Corona gewisse Dinge nicht machbar? Thermalbad tauchen? Das ist sehr eine gute Frage, wo ich jetzt ehrlich gesagt gerade spontan keine Antwort darauf weiss. Aber Paulina, ich würde dich gerne noch kontaktieren und du das sehr gerne abklären, ob es dort Einschränkungen gibt. So viel ich es mir könnte vorstellen, also die Walausflüge und Delfinausflüge mit dem Böti werden gemacht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man auch kann gut tauchen kann. Aber es wird wahrscheinlich einfach ein bisschen aufwendiger sein und man muss allenfalls einiges Material mitnehmen und das dann desinfizieren und so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das mit dem Thermalbad weiss ich ehrlich gesagt gerade nicht, aber das tue ich sehr gerne für dich abklären und melde mich dann bei dir noch per E-Mail. Gut, ich sehe gerade, dass das alle Fragen gewesen sind. Dann gehen wir jetzt noch zu den letzten Informationen.
Ja, wenn ihr noch mehr über Azoren möchtet wissen oder wenn ihr das Jahr oder nächstes Jahr eine Reise plant, dann würde es mich extrem freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Wir bieten Beratungen an, telefonisch wie auch bei unserem Büro. Also wie gesagt, ich arbeite in Zürich am Stadelhofen. Aber wenn ihr jetzt ein bisschen von weiter weg seid, dann dürft ihr sehr gerne auch anrufen und mir Fragen stellen. Ihr dürft mir E-Mails schreiben. Findet auch online auf der Globetrotter-Webseite mein Profil mit den Kontaktdaten. Und dann kann ich, wenn ihr jetzt individuelle Fragen habt, das gerne beantworten. Und es würde mich mega freuen, weil ich euch jetzt nicht gesehen habe, euch mal zu hören oder sonst zu sehen. Und wie gesagt, ihr dürft jederzeit euch bei mir melden, wenn ihr offene Punkte habt, die ihr gerne möchtet geklärt haben. Ja, dann ist das eigentlich schon gsi von meinem Vortrag. Danke vielmals, sind ihr alle dabei gsi. Trotzdem warme Sommerabend. Es hat mich gefreut, euch zu zeigen, wo ich unterwegs war. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und nochmal zum Bewohnen. Also die Azoren sind wirklich ein traumhaftes Paradies. Und ich kann es jedem empfehlen als nächstes Reiseziel.